Digga. Einfach Mori, Junge. Und damit, meine Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich sitze bei mir im T5 und bin gerade auf dem Weg zu der The 100 Challenge Festival, whatever. Ich habe echt keinen Plan, immer noch nicht, wie es ausgesprochen wird. Ist auch völlig egal. Bis jetzt bin nur ich unterwegs, Beifahrersitz ist noch leer, aber ich habe die YZ 125 dabei. Ich werde da aber nicht fahren, also da gibt es irgendwie so... Okay, um von vorne anzufangen, dieses Festival ist so ein Straight Rhythm, heißt das, also einfach nur geradeaus. Sprünge, Kurven, also ein Quatsch. Eigentlich geht es da um Motocross so, aber die Veranstalter haben das jetzt so ein bisschen zusammengeworfen mit als Festival mit großen Künstlern. Jizzes ist da, Mako ist da, also echt geile Musiker, muss ich sagen. Deswegen, ich habe da übel Bock drauf. Ich glaube, das wird übel groß. Ich habe die YZ nur mit, um sie ein bisschen auszustellen. Keine Ahnung, ein paar Leute können sich das Ding angucken. Freue mich da ultimativ drauf. Ich habe jetzt noch eine Stunde vor mir. Das Ganze ist so Richtung Magdeburg. Und dann hoffe ich, dass ich da gleich reinkomme. Ich habe noch nicht diese Anmeldung ausgefüllt. Und dann sehen wir uns gleich da. Bis von daher bis später. Brrr. Junge, hätten die hier nicht mal eine richtige Straße für tiefer gelegte Autos aufkippen können? Alter, ich merke schon, das ist eine richtige Crossstrecke, sind Schlammlöcher und so. Da haben wir ja gar keinen Bock drauf. Mein Navigator! Ist ein Glasflasche erlaubt? Ja, ist hier komplett egal. Du kannst, okay. Hier ist alles erlaubt. Du kannst machen, was du willst. Die Schlange war mir hier eindeutig zu lang, wir haben uns umentschieden. Ich fahre jetzt einfach so rauf. Und jetzt mit Schwung, ne? Schwung, ja? Mit Schwung? Mit Schwung. Okay. Digga, was geht hier bitte ab? A, zerstöre ich die Karre hier gerade komplett. Da haben wir unseren Acker vollläden. Ja, das geht, Junge. Na, du? So, ich habe das Auto hier jetzt abgestellt, aber Junge, war das ein Krampf, hier durchzuballern. Das war echt einfach nur so Gas halten und Kickdown hier durch. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Das ist halt riesig. Kannst du nicht mit irgendeinem BBM, GSW, weiß ich nicht, vergleichen. Hier, bei Luca bin ich nämlich. LC171, wenn ihr ihn noch nicht kennt, checkt ihn hier unten auf. Instagram, YouTube, das ist der Crosser der Szene. Ja, morgen wird hier alles gesetzt, oder was? Alles gesetzt. Die Strecke ist so brutal, da hast du... Hast du schon gesehen? Ja, ja, ja. Also da ist morgen komplett hier high up to the moon, Alter. Das sind die ersten 3 Minuten gefühlt auf diesem Event. Junge, das ist ja komplett durchgezogen, mit meinem Einkaufswagen aufs Event kommen. Ja. Den Break jetzt gar nicht mehr gut. Bing! Ja! Nein! Doch! Alter, nein! Ich muss hier weiter durch, Jungs. Wir sehen uns. Ich komme vorbei auf Bierchen. Nein! Doch! Ah, gehen wir noch zur Bühne? Ja. Ja, Fall, Alter. Charlotte hängt da noch rum. Charlotte ist auch an der Bühne. Ja, ist Charlotte. Ballad, oh Gott. Oh, la, la, la. Ey, du kannst duschen gehen. Dusche ist frei. Dusche ist frei. Ich muss los. Hey, yo, Leute, was Nico, geht? Herzlich willkommen beim LC171. Man darf keine Getränke mit reinnehmen. Prost. Alles klar, herrlich. Lukas, ich will ein Autogramm. So, kurze Streckenbegehung hier schon mal. Ich habe das hier schon mal alles analysiert. Hier oben wird gestartet, dann mit dem Drop runter. Dann muss man hier... Oh mein Gott, bin ich im Vlog drin? Ja, oh jetzt mein aber. Gott. Dann muss man hier abspringen, da landen und dann geht's auch irgendwie weiter. Ist mir auch eigentlich relativ lax. Ich muss den Scheiß eh nicht fahren. Einfach hinten drauf und voll und dann geht es scheiße. Ja, immer 6. Gang ist das Wichtigste auch hier bei der Strecke. Von daher, es ist auch eigentlich... Wir sehen das aber Ganze hier morgen nochmal. Ne? Ja. Ich sag's dir immer wieder, wenn du hier nicht mit dem Jetski langradderst, keine Leistung, ne? Weil unterm 6. Gar nichts, kein Burnout. Genau. Ihr seht das Ding da hinten, Absprung, 30 Meter später, das ist Landung. Das ist echt weit. Ich setz morgen. Du setzt morgen. Scheiß mal auf diese komische Crossstrecke. Das ist es. Da sehe ich uns. Erstmal ein Bier. Ich habe ein Place to be gefunden. Ja! Es ist schon wieder sau stressig. Ja, Mahlzeit. Mahlzeit.
läuft nicht, Alter. Ja, läuft ja, gar nicht, genau. Alter. Manchmal verliert man, manchmal gewinnt man. Gute Nacht. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist, glaube ich, 11 Uhr freitags. Es ist komplett... Ist komplett Abrissstimmung, aber hier lief, glaube ich, seit heute Morgen um 7, wir sind um 4 pennen gegangen. Seit um 7 lief, glaube ich, Musik, ich war komplett abgefuckt. Jetzt waren wir hier gerade duschen. Weiß ich ja nicht. Weiß ich ja nicht. Jetzt erstmal noch schnell zum Bäcker, Kaffee holen, was zu essen holen, dann geht das weiter. Fahrradcheck. Abi, krasse Crosser, Alter. Einfach setzen. Durchhang müssen wir noch messen, ne? Tatsächlich. Ich mach Kerzen an, leg George Michael auf, eine alte Platte. Und dieser Mann, also wir stehen in der Wanne. Ich benutze ja bloß Herbal Essences für meine Haare. Aber der hackt mich halt weg, das ist unnormal. Und der hat ja halt einen Kleidpimmel. Ich will mit dir Sex haben, Digga. Jetzt gesetzt? Ja, einfach komplett setzen, einfach komplett. Conny, wir setzen das Ding! Conny! Ja! No! Die Jungs haben jetzt ein kleines Rennen angesetzt. Jetzt steht's auf Rundenzeit. Seid ihr ready? Seid ihr ready? Junge! Conny! Alter! Das ist ein Monolife, Digga. Hört auf mit Supermoto fahren und kommst zum Motocross, baby! Auf der Gerade verlieren wir so viele Meter, das ist so krass. Digga, du siehst so tot ja, aus. Luca! Ja! Oh, Junge! Monika! Durchgezogen. Amen. Richtig schickes Ding. Ich bin jetzt auch endlich da. Ich hoffe, man versteht mich wegen dem Wind. Es ist komplette Freakshow, wirklich. Komplette Freakshow. Ich weiß nicht, wo die anderen sind. Ich weiß zumindest, wo das Camp ist. Ja, ich suche mir jetzt erstmal ein Ticket. Ich habe nämlich noch keins. Digga, geil. Was geht da? Geiler Macker! Digga, das ist so eine kranke Freakshow, Mann. Erstmal für die Camp. Original OG, der graue. Digga, und der sieht einfach noch aus wie neu. Der 2014. Der sieht echt was wie neu. Motorradmesse Schwerin waren sie da am. Alter Vater. Ja, Grüße an die OGs. Ja, der passt Alter. Bloß nicht. Boah, Digga. Das ist das schönste Herz, was ich jemals gemacht habe. Junge! Alter, ein roter Habikao. Den gab es 2019, glaube ich, zur Weihnachtsaktion. Mann, wie er im Buche steht. Boah, Junge. Der chillt auch sein Leben. Da ist er. Kann die Party beginnen? Ja! Böse gemeint. Stabil. Aber ey, Tommy hat es bei mir nicht besser gemacht am Anfang. HW-Cards in 2 Jahren. Iveco ist einfach klein Schmidt. Digga! Ja, auf Mindernkleben. So wie in Schweden. Hast du schon einen Stempel? So wie in Schweden? Wie unangenehm war das gerade, bitte? Wie unangenehm war das gerade, Digga? Ganz, ganz übel. Was ist denn hier schon wieder los? Aber schöner Sonnenuntergang. Der hat sein Haus da aufgebaut. Endlich normale Leute! Er läuft die ganze Zeit rum, weil er nicht wusste, wie wir uns gegrüßt haben. Ja, das Ding ist, die laufen immer alle so rum, weißt du, irgendjemand brüllt so Luca und Luca so zurück, so auf richtig lässig. Und ich dachte, die machen dann mal Schweigefuchs zurück, weißt du, so auf lässig. Luca läuft die ganze Zeit rum. Den halt die Fresse, Lachs. Luca läuft durch die Gegend und ich dachte, er macht immer so. Und immer wenn Leute zu mir kamen, ich immer so. Und jetzt wenn Luca, Digga, wir machen keinen Schweigefuchs, wir machen so irgendwie. Ah, und das ist dann dieses Live Fast. Und jetzt laufe ich immer rum. Live Fast, Jungs. Digga, endlich, gib dem Jungen mal einen Sticker. Oh, Alter. Wolltest du noch ein Foto?
Foto machen mit uns, oder? Digga, einfach Mori, Junge. Einfach Mori. Wer ist das denn, Digga? Hä? Das ist Toto. Wer ist das? Also für alle, die ihn jetzt noch nicht kennen, Mori unterstrich HDK. Hä? Digga. Alles bestens. Hast du gesagt? Junge. Geil. Wie alt bist du jetzt, Mori? 17. Junge, hä? Er war 14, als ich ihn das letzte Mal gesehen habe. Das ist es. Das ist es. Ich arbeite gerade. Ich auch. Der Laub auf dem Laub. Mann, hätte auf mich zu küssen, Alter. Digga, du bist so nah an meinem Gesicht. Ja, sei froh, dass ich dich abgeleckt habe. Aber du musst jetzt noch ein Foto mit Mausi machen. Ja, hol ran die Schnelle. Seitdem ein HWK-Hoodie trägt, läuft's mit den Mädels. Hauptsache die Trichtern da oben erstmal. Jenrik, ich brauch Verstärkung. How can I love when I've been hurt 100 times? For you I give it one more chance. Der Typ ist so unverschämt. Ich will doch einfach nur zurück ins Camp. Ja, ja. Das ist es. Ja, das schaffst du doch nicht. Einen halben Liter Bacardi. So ein halber Liter. Ja, nicht pur, aber Mische. Ja, aber 50. Das fast 50. 50, Team 50, 50. Was ist das? Darf ich probieren? Team 50, 50. Ja, ja. Probier mal. Bruder, Digga, du siehst doch. Meldet euch, Digga, wer Bock auf Lauch hat. Ist einfach brutal. Wenn du das Ding eckst, ne, dann krabbelst du danach auf allen Vieren. Ja, da sehe ich mich. Bist du weg? Ich will sehen, wie du krabbelst. Nee, ich reite nicht, alles gut. Ich wollte von 100. Genau. Junge. Alter, er zieht das Ding weg wie nichts anderes. Alter, ich glaube, ich guck nicht richtig. Ey, wäre ich ein Vibe, würde ich jetzt mit dir schlafen. Okay, geht weiter. Kurz Platz gemacht. Kurz mal. Junge, ich check den Typen nicht. Ich auch nicht. Digga, bist du eine brutale. Du bist ein körperliches Wunder, Nico. Nico, ich versteh's nicht. Ich hab nichts gemacht. Ich glaub, ja, wirklich, ich bin unschuldig. Aber guck mal, Luca und so. Du musst weiter runter. Weiter runter. Warte kurz. Weiter runter. Warte kurz. Du musst noch weiter. Ja, Charlotte, mach mit. Ihr Arschmuskel. Junge, da fehlt dir. Dass es hier Duschen auch gibt, ne? Ich hab auch ein Duschband. Echt? Ja. Hä, Digga? Es gibt hier wirklich Duschen? Ja! Ja! Warum mach ich das denn? Ja, das frage ich euch gerade. Kosten 10, habe ich mir ausgegeben. Ja, und das duscht trotzdem mit einer Wasserflasche. Nie geblieben. Nicht so wie die anderen, die ins Hotel gehen. Irgendwie macht der einen Abknicker, oder? Kannst du auch drehen oder was? Oh Junge, ich dachte, das Ding ist jetzt komplett weggeklappt. Ja, aber ich muss da einer voll hängen geblieben sein. Oh, ey, Jenrik. Kannst du Wheelie, Junge? Ja! Mann, Bock! Ja! Danke! Laufen! Das ist es! Du bist der Beste! Ich hab ein Bier! Der Typ hat eine Blase wie ein Mädchen. Alles in die Fresse, Digga. Kannst du schon sagen jetzt? Nee. Ich liebe euch. Wegen euch habe ich mit dem Motorradfahren angefangen. Das nehmen wir direkt. Gleich im Anschluss mit euch. Brennt der Helm. Digga, das ist ja Kino schon wieder. So, es geht los. Qualifying. Luca muss sich jetzt gut platzieren, was ist mir gerade gut erklärt hier. Ja. Einmal eine saubere Platzierung, dass er möglichst weit vorne fährt, keine Spuren mitbekommt. Deswegen, jetzt geht schon um was. Und dann ist, glaube ich, heute Abend irgendwie das Rennen der Rennen. Ja.
Startnummer 81 ist da momentan gerade nicht so gut. Digga, die Sonnenbrille ist es. Jetzt wollen wir dem Motocrosser mal zeigen, wie man quer schmeißt. Also nicht wie man quer, aber wie man schmeißt. Nee, wie man flach legt. Luca! Ja! Qualifying ist durch. Quali ist durch, Junge! Deine Zeit? 19,5. Ist das gut? Ja. Welcher Platz? Mega zu 11. Von? 24. Luca, ich bin sehr stolz auf dich. Gib mir die Faust. Sehr geile Nummer. Geile Alte! Macher. Ich glaube, wir fliegen jetzt alle vom Platz her. Irgendwie ist das scheiße. Wir haben seine ganze 30 Minuten ausgehalten. Aber richtig gut, war richtig knapp. Digga, der erste war brutal knapp, Alter. Ja, Mann, Digga, die gut. Ich hab noch nie sowas erlebt, Alter. Wie, das war's jetzt, oder? Jawohl! Wie, das war's jetzt? Weg die Kalle! Warum müssen wir stehen bleiben? Weil der kotzen muss. Du machst dir kein Bild, was hier los ist. Können wir morgen rückwärts ranfahren, Digga? Ich muss Miete zahlen, Alter. Was ist denn das, Schein? Du kannst hier aber gleich so ein Salapotango ein. Oh, sexy. Ist das deine Freundin? Schön wär. Hello, darkness, my old friend. Geile Alte. My heart got bruised up, so I put it on ice. Been told that I wouldn't make it in this life, but now all of you see there's so much room for me. And I know you think I still can take advantage, and you always took my humbleness for granted. But I know my worth, you can't take that away, away from me. And I know you think I still can take advantage. Der hat mir so in die Eier geklopft, Digga. Ich hab so ein Ei und so ein Ei. Was hast du gemacht? Ich hab ihn hacken gehen. So, es geht nach Hause, ist überall Aufbruchstimmung. Abschließende Worte. Es war ein Wahnsinnsfestival. Also krank, was hier für eine Stimmung ist, was hier abgeht. Auch was die hier aufgebaut haben von den Veranstaltern. War richtig, richtig krass gemacht. Ich fand's echt ultra. War viel Festival, weniger mit Motocross zu tun, muss ich sagen. Aber ist nicht mit Supermoto zu vergleichen. Ihr habt es gesehen, es ist viel mehr Eskalation. Es war echt krass. Vielen Dank für alle, die bis jetzt zugeschaut haben. Lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da. Ihr kennt es, ein bisschen Algorithmus pushen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt es, wie gesagt, in die Kommentare. Und dann sehen wir uns nächsten Sonntag mit einem neuen Video. Bis dann.